Suchmaschinenoptimierung ist ein guter Weg, um online gefunden zu werden. Doch woher weiß ich, wonach die Leute suchen? Woher weiß ich, wozu ich Blogartikel schreiben soll? Heute zeige ich euch zwei super Tools, die ihr dazu nutzen könnt. Es gibt zum einen die Softwarelösung Ubersuggest und bei Ubersuggest eine ganze Suite an verschiedenen kleinen Tools prinzipiell. Und das Schöne daran ist, es gibt eine Chrome-Erweiterung, die zeigt euch immer so ein bisschen Kontext zu den Suchbegriffen an, wenn ihr was sucht. Und es gibt dann hier die Möglichkeit, Keyword-Ideen zu bekommen. Da kann man einfach mal draufklicken und jetzt zum Beispiel eingeben Microsoft Beratung. Und hier immer darauf achten, dass die Sprache eingestellt ist und der Standort. Und dann direkt mal auf Suchen klicken. Und dann bringt er verschiedene verwandte Suchbegriffe und das Schöne daran ist, er zeigt direkt hier das Volumen an, das Suchvolumen, was so existiert, den CPC, falls man dort Werbung draufschalten möchte und auch wie schwierig das ist im bezahlten Werbeanzeigenbereich oder auch im Suchmaschinenoptimierungsbereich, also im SEO-Bereich, mit diesem Begriff zu ranken. Hier kann man sich natürlich dran orientieren, ne, was ist leicht und wo hat man ein moderates Suchvolumen, was möchte man erobern quasi als Suchbegriff, wo möchte man sich positionieren und kann dann hierauf basierend Content schreiben. Die zweite Software, die ich euch mitgebracht habe, ist das W-Fragen-Tool. Das ist komplett kostenfrei und hier ist man auch wieder gut beraten, wenn man einfach anfängt, den Suchbegriff einzugeben. Also Microsoft Beratung hat man gerade verwendet und dann klickt man einmal auf Enter oder auf den Recherche-Button. Und dann dauert es ganz kurz und man bekommt wunderbar verschiedene W-Fragen präsentiert und leider wurden zu dem Keyword keine Ergebnisse gefunden. Das ist natürlich traurig. Deswegen könnte man mal anfangen mit Microsoft Exchange, wenn man mal ein bisschen detaillierter reingeht. Ne? Also hier ist auch wieder Learning by Doing und ja, schauen, ob was rauskommt. Bei Microsoft Exchange ist schon wesentlich mehr drin und er bringt die W-Fragen, also das heißt W-Fragen-Tool, deswegen bringt er auch W-Fragen. Was Microsoft Exchange tut, ist kein richtig schöner Satz, aber man kann hier einige Sachen rausnehmen. Wofür braucht man Microsoft Exchange? Wofür Microsoft Exchange? Und so weiter und so fort. Das ist jetzt natürlich hier ein bisschen spezieller. Hätte man jetzt noch eine andere Sache, zum Beispiel Unternehmensberatung im weitesten Sinne. Da kann man auch mal schauen, was da so rauskommt. Und dann kommen hier natürlich noch viel mehr Fragen. Wer darf Unternehmensberatung machen? Wer braucht Unternehmensberatung? Wer sucht Unternehmensberatung? Und so weiter und so fort. Und man sieht hier schon eine relativ lange Liste, die man abarbeiten kann. Und was ihr jetzt schon gesehen habt, ihr müsst immer mal andere Suchbegriffe verwenden. Alle, die mit eurem Thema zu tun haben, könnt ihr hier reinpacken und die W-Fragen einfach mal was ausspucken lassen. Und das Schöne ist hierbei auch, ihr müsst euch nicht händisch rausschreiben, sondern ihr habt hier einen CSV-Download. Da könnt ihr draufklicken und die Fragen direkt speichern auf eurem PC. Diese zwei Tools solltet ihr euch unbedingt abspeichern, damit ihr die bei eurer nächsten Keyword-Research nutzen könnt. Auf dem Kanal zeigen wir euch auch bald noch ein paar coole Tools zum Thema Projektorganisation und vieles mehr. Ein Abo lohnt sich also. Bis zum nächsten Mal.